Hallihallo, liebe Rehbahn-Freundin. Hallihallo, liebe Rehbahn-Freunde. Ein recht liebes und herzliches Willkommen in meiner Violas Babystube. Und schon bin ich wieder da, konnte mein Versprechen einhalten und lass mal nicht so lange auf mich warten. Ja, ihr Lieben. Also, wie versprochen, den kleinen Jungen, der so lange bei mir war, er war lange bei mir, ganz bestimmt. So, den möchte ich euch jetzt vorstellen, damit er auch nun endlich auf Heimreise gehen kann. Wenn ich jetzt ohne die Kamera zu sehr zu verreißen ihn auspacken kann und ihn euch zeigen kann, dann freue ich mich. Ja, er hat auch ein Painting, wie ihr seht, ja. Ich painte ja jetzt meistens nur noch oder fast gar nicht. Ich painte nur noch. Was macht er denn hier? Ja, so, dann zeigen wir doch gleich mal die Nägelchen. Ja, er braucht hier. Ja. Er ist ein. Na, nicht, dass ein Daumenlutscher ist hier. So, da zeige ich euch auch gleich mal noch die andere Hand. Ne? Immer so die Einzelheiten ein bisschen zeigen, ja? So, gibt. Und dann wollten wir mal noch mal auf die Füßchen schauen. Natürlich, hier die kriegen wir die Füßchen schön raus. Schön rausgezogen. Seht ihr, dass hier das ein bisschen dunkler ist, hier ein wenig heller. Ne? Okay, und jetzt verreiße ich die Kamera doch. Jetzt packe ich ihn wieder ein bisschen ein. Entschuldigung. Ja. Packen wir wieder. Ja. Wenn man mal alles, ne? Nicht, dass es kalt wird. So. Dann packe ich ihn wieder ein bisschen zusammen. Dann gibt es einen Knipsi. Und dann sehen wir uns am Wickelplatz wieder. Und dort werde ich ihn euch dann richtig vorstellen. Und einkleiden. Und dass er ganz, ganz schnell nach Hause kann, der kleine Zwacke. Und den Nuki nochmal reinstecken. Na klar, ein Schiff von der Küste kriegt er mit. Okay, also ihr Lieben. Dann bis gleich. Jawohl. So, meine Lieben, ein weiterer Knips und da bin ich wieder. Und bei diesem weiteren Knips musste ich ja ein wenig umräumen und dabei ist mir aufgefallen, dass ich nicht einmal genannt habe, um wen es sich denn handelt. Es steht zwar drüber und es wisst ihr und es erkennt man ja wahrscheinlich auch, aber das ist der kleine Levi, der entstand aus einem Bausatz der wunderbaren Künstlerin Heike Kolpin. Das möchte ich doch nicht vergessen zu erwähnen, denn ich finde, die Heike Kolpin ist eine deutsche Künstlerin und die macht ganz, ganz tolle kleine Muckelchen und ganz süße kleine Babymäusleins. Nur zur Kenntlichmachung und weil ich sie auch sehr gerne mag. Ja, das darf man, ne? Darf man denn mal sagen. Ja, es ist keine bezahlte Werbung. Nee, das sage ich nur, weil ich ihre Püppimäuse schön finde und weil ich euch den Kleinen zeigen möchte oder vorstellen möchte. Und ein ohne Namen ist er nicht, nein. Er wird wohl, ich weiß nicht, ob er seinen Namen behalten wird, aber er ist schon ein süßes Knuffelchen. So ein richtiger kleiner Mischerkugelrund, habe ich festgestellt beim Zusammenbauen. Ja, also womit fangen wir an? Ich würde sagen mit dem Windelchen, ne? Ja, wie immer, ich weiß nicht, ob das wie immer ist. Also auf jeden Fall ist er ein properes Kerlchen. Hier kann ich gleich mal mein Logo dann zeigen. Bei diesen Mäusen ist es ja dann schön, da kann ich immer meinen Aufnäher drauf bügeln und nähen und wie auch immer. Und dann kann man doch nachvollziehen, woher das Mäuslein kommt. Allerdings, hier ist hinten. So. Ich wollte sagen, allerdings kann ich natürlich nur dafür einstehen, was bei der Erstbesitzerin, also wenn keine Veränderungen vorgenommen wurden und so weiter. Ach, das brauche ich alles nicht beten. Es sind alles kleine Kunstwerke und ich habe sie alle gerne. Und deshalb eben mein Namensaufkleber da drauf. Ne? Ja, so. Und es ist ja auch schön, wenn man nachvollziehen kann, zu einem späteren Zeitpunkt, wo er herkommt oder wo das Mäuslein dann herkommt. Ob er das nur ist oder wer auch immer, ne?
Ja, er ist hier. Fäustchen ins Gesicht, ne? Und nuckeln. Er hat auch einen Nuckel mit einer Kugel drauf. Die werde ich aber noch ankleben nachher, bevor ich ihn abschicke. So, hält besser, weil er ein offenes Mündchen hat. Da geht die Kugel dann rein und zieht der Nucki schön an, ne? Ja. Okay, lege ich mal daneben. So, Binde Nummer 1 haben wir ja schon mal angebastelt hier. Ja. Und Binde Nummer 2 kommt sofort. Ja, warum zwei Windeln? Für den schönen Babypopo, für die, die es noch nicht wissen. Ja, damit schön was in einem Strampler ist, ne? Ja, ein richtig schönes, so ein Paket. So. Wie die Mäuse das so haben, wie die echten Mäuse. Die haben so ein schönes Windelpaketchen. Wir wollen ja auch immer so ein bisschen was nachempfinden, ne? Ja, jetzt habe ich hier schon mal die abgerissen, damit ich auch weiterkomme. Wir wollen ja unser 3D-Foto, 3D-Bildchen, wollen wir ja auch so weit wie möglich so gestalten, dass es so sein könnte, ne? Ja, so, hier kommen ein paar Tröpfchen Babyöl rauf, Babyduftöl, ja. Und aufs mittlere Pad, dann ein Pad darüber, rein in die Windel. Und wenn die neue Mama das nicht mag, einfach wieder wegmachen und gut ist. Nicht in die Körper rein, die fangen an zu müffeln nach längerer Zeit und das ist gar nicht schön. So, ja, der kleine Mann, der war hier ganz, das sagte ich ja schon, der war ganz, ganz lange bei mir. Und liebe Mama, liebe neue Mama, dafür bedanke ich mich für deine unendliche Geduld. Immer wie kam noch wer anders vor und dein kleiner Muckel wurde nach hinten geschoben. Und du hast dich nicht beschwert, du hast ganz eisern durchgehalten. Ja, so, und dann hatte ich versprochen, das nächste Video ist deins beim letzten Mal und dazwischen kam noch eins. Aber jetzt ist er ja da und er reist ganz schnell nach Hause, ne? Ja, wie schwer ist er? Er wiegt genau 2500 Gramm. Und jetzt gucken wir mal, wie klein oder groß er ist, ne? Ja, dass er zarte Augenwimperchen und zarte Augenbrauen hat, habe ich schon, habt ihr sicherlich schon gesehen, habe ich noch nicht gesagt, aber es ist so. So, jetzt ist erstmal Messen angesagt. Und er sagt, er ist 51 Zentimeter lang. Na super. Dann klappt das vielleicht auch mit meinem Strampi, den ich gekauft habe. So, jetzt zeige ich euch gleich nochmal das Painting. So, die Schnecke ist da, ne? Jo, einmal rum und dann hier drüber ein kleines Scheitelchen. Ich versuche das auch immer so zu gestalten, das Painting, dass wenn das Baby auf der Seite liegt, dass da ein bisschen was zu sehen ist und wenn das Babylein auf der anderen Seite liegt, dass es dann so ähnlich ist oder auch, naja, wie die Babys immer, die haben, das ist ja nicht alles so ganz gleichmäßig, ne? Ich zeige noch mal ein bisschen dichter. Ja. Er hat die Haare so ein bisschen zur Mitte zusammen, hier an der Seite ein bisschen weniger Haare. Bloß mal so ein bisschen zum Verständnis. Und ihr wisst ja, dass ich jetzt, das sagte ich ja nun schon öfter, dass ich jetzt fast nur noch peente. Es bekommt mir gesundheitlich besser. Es ist so. Und mir macht das auch richtig Freude zu peenten. Es ist nicht jetzt, es ist vielleicht aus der Not heraus geboren. Aber inzwischen ist es so, dass mir das wirklich dollen Spaß macht, dort auf dem Köpfchen eine kleine Frisur zu gestalten. Ne? Das wollte ich noch mal loswerden. Ja, was machen wir denn nun? Jetzt müssen wir noch mal stoppen. Ich merke gerade, wahrscheinlich ist hier kein Body dabei. Hahaha, ich bin gleich wieder da. So, war doch nicht lange weg, ne? Ja, so ist es halt. Hier, ich bin froh, dass ich nur einen gefunden habe. Der hat lange Arme zwar, aber besser als gar keiner, ne? Das fiel mir jetzt in der letzten Sekunde ein, dass diese Sets meist keine Body haben, was ich ihm jetzt anziehen wollte. So, und wenn das jetzt ein Body hat, dann ja, jetzt ziehen wir ihm den erstmal an hier, ne? Den ich hier habe. Ja, mit kleinen Igelchen hier drauf. Und ich denke mal, für den kleinen Schnucki ist die das genau richtig. Und die Farbe passt, glaube ich, auch. Wunderbar. Ja. So, ja, was alles sein kann. Hat du Kopf wie sieben und du aufschreiben, ne? Ja, hilft mir aber nichts, ich verbummel den Zettel. Ja, so sind sie. Jo, na klar, der Kleine hier, der kleine Schitter. Bist auch ein Schitter, ne? Ein richtig kleiner Knuffelschitter. Da wollen wir mal hoffen, dass doch der passt. Es ist dehnbares Material. Und da soll ja noch was drüber gezogen werden. Also, ne, was nicht passt, wird passend gemacht, aber das passt. Ja, brauchen wir gar nicht machen. Gar nichts passend machen. Jo, ja, dann gebe ich ihm den Nuki nochmal.
Joa, so. Na, könnt ihr ihn auch schön sehen? Ja, ne? Ich meinen gestreiften Pullover nicht so ins Bild strecken. So. Ja. Denn es geht um die Püppileins, um unsere kleinen Mäuslein, ne? Ja. Deswegen muss Kasi auch mal Pause machen. Ich will mal sehen, wenn es mal wieder ein bisschen ernster und trauriger wird, ist er vielleicht wieder da. Oder wenn eure Sehnsucht zu groß wird, dann melde ich mich vielleicht auch mal wieder mit Kasi. Aber ich stelle hier meine kleinen Reborn-Mäuschen vor und das macht mir großen Spaß. Mir macht es immer großen Spaß, die zu gestalten. Ich verbringe viele, viele Stunden mit den Zwergen. Jo. So, ich lege ihn mal auf die Seite, was das für ein kleiner Cheater ist hier. Na, so, ja, deine Mama hatte Geduld, du. Da kann ich nur lieb Dankeschön sagen, liebe Mami von dem kleinen Levi. Aber jetzt geht's ja bald nach Hause, ne? Jo, nuck ihn noch mal rein. Und dann hab ich hier ein Set. Deshalb habe ich auch die Farbe von diesem Body genommen, dass das alles ein wenig zusammenpasst, ne? Ja, und da wollen wir hoffen, dass ich auch die richtige Größe gekauft habe. Schere brauchen wir jetzt hoffentlich nicht mehr. Ja, an Schere, an alles gedacht und dann fehlen doch ein paar Dinge immer, ne? Ja, also, nee, ist kein Body. Ja, habe ich mir. Ich habe die Sets ja schon ein paar Mal inzwischen gekauft. Ja, süße Träume steht drauf. Ja, das macht er ja auch, ne? Und er mag gar nicht gestört werden. So, dann fangen wir mal mit dem Jäckchen an. Jawohl. Welche Größe ist das? Gleich mal sagen. Das Größe 62. Das nehme ich immer für die Mäuslein, die so, wo ich vermute, dass die zwischen 50 und 56 cm groß sind. Inzwischen bei diesem Anbieter hier habe ich es schon so halbwegs raus mit den Größen. Ja, das ist immer nicht so leicht. Man bestellt dann Größe 56 und denkt, kann doch nicht wahr sein. Das ist für ein Frühchen. Ein andermal bestellt man Größe 56, denkt, kann doch nicht wahr sein. So groß ist doch, werden doch die Babys überhaupt gar nicht. Jo, naja, es ist halt so. Bei den richtigen Babys ist es ja immer so, wenn es da ein bisschen reichlich ist, die wachsen ja rein, ne? Aber unsere Reborn-Mäuschen, die können wir schön füttern und stopfen. Ja, aber mehr auch nicht. Wachsen tun sie davon nicht. Wird nur der Bauch ein bisschen dicker hier. Ja, habe ich auch ganz schön dick gemacht, ne? Weil die Watte immer sehr zusammenkriegt. Stopfe ich auch immer ordentlich was rein. Ich weiß, dass denn sonst der Kopf sehr nach hinten fällt und das ist ja dann auch nicht angedacht, ne? Jo. Na, was machst du mit deinen Ärmchen hier? So. Na. Ja, er kann sich schön die Hand vor die Augen halten. Er macht das alles ganz alleine und ganz perfekt, ne? Hier, ja. Kleiner süßer Hase ist er. Jo. Wie ich schon sagte, ich liebe die Mäuse von dieser Künstlerin sehr. Die sind auch mit großer Liebe gemacht. Ja. So. Steckt man selber noch ein bisschen Liebe rein und dann klappt das auch, ne? Ja. So. Ja, Händchen nehmen wir jetzt mal hoch, damit du auch gesehen wirst, ne? Jeder will dich ein wenig ansehen. So. Nucki noch mal, bis ich was Neues, den Strampi gefunden habe. Jawohl. Da ist der Strampi. Oh, was mache ich denn hier? So, dann Strampi noch anziehen. Langsam wird es, ne? Langsam wirst du reisefertig. Ja, ich denke mal, morgen schaffe ich nicht, ihn abzuschicken, aber diese Woche geht er noch heim. Ja, unbedingt. Denn ich kann es schon fast nicht mehr, wenn er ist fertig und er kann nach Hause und da möchte ich dann auch, dass er dann auch nur endlich nach Hause reist. Na klar. So, ja. Schick siehst du aus, Ja, da hätte es vielleicht auch die, naja, 56, naja. Ich denke mal, passt. So, nun sage ich gar nichts mehr. Nee, ich bin mit den Knöppis hier beschäftigt. So. Na, haben wir doch hingekriegt, ne?
Ja, bisschen ziehen und bisschen schieben. Ja, hier, was ich hier ganz niedlich finde, das werde ich auch mal zeigen, weil ich kriege auch dafür nichts bezahlt, nur mal nebenbei bemerkt. Ich finde das immer so klasse, dass die Popöchen hier so schön ausgearbeitet sind. Ja, finde ich niedlich. Wenn man sie dann auf die Seite legt oder auf den Bauch, mit den Rehmäuschen kann man das ja machen, die kann man auf den Bauch legen. Bei richtigen Babys muss man ja immer sehr aufpassen bei dem, was man tut, ne? Ja, unsere kleinen 3Ds, da geht einiges. So, da schauen wir mal. Es ist warm und da muss man auch warme Schuhe anziehen, oder? Da hier, wo ich jetzt das Video mache, da sind, glaube ich, 87 Grad oder so. Ja, so und ganz süße Püschen und die passen auch schön in der Farbe. War ich glücklich, dass ich die noch gefunden habe. Dankeschön, liebe Strickerin. Du hast so viel Fantasie da reingelegt. Ich finde für jedes Outfit immer die passenden Schuhchen. Ja, da freue ich mich immer drüber. So, und dann sehen die auch richtig komplett aus. Und sollten die Beinchen doch ein bisschen zu lang sein, naja, dann verschwinden sie in den Püschen. Und dann wird Schleifchen drum gemacht und dann ist alles gut. Ja. So, ja, na, wenn man schleifen kann, ne, wenn man das hinkriegt, sollte ich vielleicht noch mal im Kindergarten Schleifchen üben. Ja, so, ja, ich habe bei mir einen Kasper gegessen hier oben. Was nun noch? Nun zeigen wir noch das Mützchen. Na klar, die Painting-Mäuse bekommen immer ein Mützchen mit. Mal ist das Mützchen im Set dabei. Manchmal muss ich mir richtig Mühe geben, eins aufzutreiben. Manchmal vergesse ich einfach eins zu kaufen und dann muss ich in meine Staatsreserven, in meine Reserven stöbern gehen. Aber für ihn ist hier, wenn ich es jetzt richtig mache, ein ganz schnuckliches Mützchen dabei und er sieht auch richtig schick aus, ne? Jawohl. So, und was fehlt noch? Na klar, es geht keiner ohne irgendein kleines Plüschtierchen. Ich hoffe, war jetzt nur sehr, sehr schwierig, die immer aufzutreiben in dieser Zeit. Jetzt finde ich aber doch wieder das eine oder andere oder den einen oder anderen Anbieter. So. Und dann braucht auch Klein Levi nicht ohne Teddybärchen nach Hause gehen. Nee, nee. Nein, nein, guck mal. Das ist deiner, ne? Ja. Mit Herzchen dran hier. So. Dann mache ich den Noki noch mal rein. Ja, ihr Lieben, ich habe wieder viel geschnattert oder auch mal Luft geholt zwischendurch. Ja, ich nehme das Mützchen noch mal ab, denn es geht ja um das süße, zarte Painting. Er hat auch ein richtig schönes, zartes Painting, muss ich sagen. Gefällt mir selber sehr gut. Dann bedanke ich mich bei seiner Mami. Sie wird schon wissen, warum und weshalb, dass sie so viel Geduld hatte und so lange gewartet hatte. Ich spreche es nicht aus, wie lange. Ja, liebe neue Mami, ich wünsche dir auf jeden Fall viel Freude mit ihm. Jetzt grüßen wir beide euch alle. Der kleine Levi, der macht nochmal Winke, Winke. Nur mit Fäustchen. Na klar. Steck dir das Fäustchen mal vors Gesichtchen, ne? Nee. Wollen ja noch was sehen zum Abschluss. So, also, Levi hat schon mal gewunken und jetzt sagt noch Tschüss. Lasst es euch gut gehen, genießt die Sommerzeit, genießt die schönen Tage. Und wenn es euch mal schlecht geht, einfach euer Rehbornmäuslein in den Arm nehmen und ganz festhalten. Und dann ist auch vieles schon wieder besser. Also, ihr Lieben, lasst es euch gut gehen. Eure Viola aus Violas Babystube. Tschüss. Macht es gut.